Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. 1. FC Heidenheim gegen 1. FC Nürnberg. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Das gibt einen Einwurf. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Das sieht nach einem 4-5-1 heute. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Treffsicherste Team der Liga. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Oh, das war eine grenzwertige Situation. Könnte gelb geben und das so früh in der Partie. Und es gibt rot. Muss der da so reingehen, Buschi? Nein, natürlich nicht. Völlig unnötig war das. Und dann ist er auch selbst schuld, wenn der Schiri ihn runterschickt. Jason Holt. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Oh, und da sagt er Dankeschön, den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müssen sie schon mehr rausmachen, müssen sie cleverer machen. Also das ist ja kein Problem. Sorg. Hannover, klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Ist es das? Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Konstantin Kerschbaumer. Klasse Pass. Stark gemacht, das könnte was werden. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Jetzt die Flanke. Vorne der Ballgewinn. Gute Aktion. Virgil Misijan. Manuel Schäffler. Jetzt ist Platz für den Konter. Jetzt ist es gefährlich. Da ist die Flanke ins Zentrum. Er trifft die Latte. Und das ist der Ballverlust. Das war eine wichtige Szene. Das hätte die Führung sein können. Es ist ein Alu-Treffer. Es ist ganz viel Pech. Gute Flanke. Oh, so gerade noch über die Latte gelenkt. Chance zur Führung jetzt bei diesem Eckball. Ecke in die Mitte. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Johannes, guter Pass. Den Ball spielt er gut. Die Riesenchance. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Und das ist ja der Wahnsinn. Die Führung mit einem Mann weniger. Da sieht man mal, was für eine Qualität diese Mannschaft hat. Die können auch mit 10 Spielern bestehen. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Einen echten Wirkungstreffer haben die Gäste da kurz vor der Pause gelandet und sind hier in Führung gegangen. Und da fragt man sich, ob die Heimmannschaft da nicht vielleicht mit den Gedanken doch schon in der Pause war. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Christian Matenia. Jetzt der Ballverlust.
Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Da ist Platz auf dem Flügel. Gute Aktion. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Flanke abgeblockt. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Und da bedankt er sich natürlich. Ja, da machen sie es ihm zu leicht. Die Chance haben sie verschenkt. Super Pass! Geiss! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Den hat er klasse ins untere Eck versenkt, Buschi. Ja, und den wollte er genau dahin haben. Hier nochmal dieser Treffer. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Sie wechseln und es kommt ein weiterer Verteidiger. Übersicht, dieses Spielverständnis. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Oh, viel Platz jetzt. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Das war sie, die Riesenchance. Aber wir sehen's, kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ui, das war eine gute Möglichkeit, aber der Keeper hält den Ball. Klasse Pass. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Schöner Pass. Achtung jetzt. Geiss. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Die Ecke kommt, da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Gefährlich, keine gute Aktion. Das könnte sogar rot geben. Die nächste rote Karte. Ich glaube das nicht. Wie gehen die denn heute in die Zweikämpfe? Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Was macht er draus? Senis Kulic! Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor nochmal einen Schub. Und jetzt konnten sie den Torhüter doch überwinden. Damit haben wir ja schon fast nicht mehr rechnen können, bei dem, was der hier alles rausgeholt hat. Er hat heute auch schon mal zufriedener ausgesehen. Das war jetzt keine gute Aktion und ich bin mal gespannt, wie er nach diesem Gegentor reagiert. Gefährlich! Jetzt vielleicht die Flanke. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Schöne Aktion, da schickt er den Mitspieler. Jetzt der Schuss, er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Ja, die Fans wollten da den Elfmeterpfiff. Und damit ist das Spiel vorbei. Sie waren heute in Unterzahl und mussten richtig viel laufen. Ja, aber es hat funktioniert und das ist natürlich auch ein Zeichen für eine starke Moral in dieser Mannschaft.
Sie haben sich hier heute den Sieg geholt. Sie konnten hier zwei Tore erzielen, eine gute Leistung.